Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Soulblazer. Wie angekündigt, bin ich in die Gegend zurückgelaufen, in der wir aufgehört haben. Und wir werden gleich mal von einem dieser Bulldozer angegriffen. Ich wollte die eigentlich ausweichen diesmal. Dann gehen wir mal hier weiter. Weil hier gibt's noch 10 Monsterhöhlen. Da kommen sie. Diesmal aber nicht. Ja, jetzt haben wir das drauf. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob das Metallmonster sind. Aber egal, solange wir hier sind, bleiben wir auf jeden Fall bei dem Schwert. So, hier, da kamen wir her. Gut, da oben habe ich noch ein Monsterportal gerade gehört. Und wir gehen hier weiter. Und haben noch mehr Bulldozer zum Angreifen. Und hopp, ey, bleiben gar nicht hier. Muss ich sie wohl angreifen, indem ich hier lang gehe. Und mich treffen lasse. Was passiert? Aha, noch ein Monsterportal. Aha, das waren auf jeden Fall Metallmonster, diese Hubschrauber. Dann machen wir sie mal fertig. Wie viele sind's? Das ist jetzt der dritte. Und der vierte? Jedenfalls sind wir ganz stark. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal ein Devil Up. Und das war's schon. Aha. Ich bewache diese Welt. Bitte nimm dies. Wäre halt eine Erfahrung. Nein, wir bleiben erstmal hier. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was hier erledigen. Hier ist so eine Hitzeplatte. Da möchte ich jetzt eher ungern wieder die Eisrüstung anziehen. Weil wir müssten bald mal die passenden Rüstungen bekommen für hier. Ich glaube aber, wir müssen da lang. Denn hier kamen wir hier. Ja, da muss ich wohl, hoppla, mal kurz die Eisrüstung auspacken und über die Hitzeplatten laufen. Gleich sind wir da. Lauf doch ein bisschen schneller. So, Eisrüstung. Falsche Taste. Und drüber. Und jetzt wieder die richtige Rüstung anziehen. Die Magie-Rüstung. Und wieder diese Flugzeuge, Hubschrauber. Keine Ahnung, was ihr seid. Guckt den Leo und den Lobo jedenfalls sehr gut gesichert. So. Jetzt wird was befreit. Ach, endlich können wir nach oben. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Noch 6. Erstmal laufe ich hier links. Naja, nicht so richtig die beste Wahl. Die beiden, den einen mache ich schon mal fertig. Und jetzt gehen wir zu den Putzrobotern. Weil rechts wäre doch die bessere Wahl gewesen. Ich laufe aber auch immer nach links. Was sehe ich denn da? So, der wird jetzt wieder angreifen. Hilfe. Und hopp. Hey, den habe ich jetzt irgendwie total übersehen. Komm her. Erfahrungspunkte nehmen wir gerne mit. Okay, jetzt können wir darüber. Perfekt. Dann laufen wir mal. Endlich sind wir da. Aua. Was zum hier so ein Auto? So, da die hier alle herkommen, werden sie mal von mir aufgehalten. Jetzt haben wir aber schön viele Juwelen. Ich habe total vergessen, was der Boss dieser Gegend ist. Wirklich total. Wir öffnen eine große Tür. Wir haben auch noch eine Tür, die einen Schlüssel sucht. Den Schlüssel haben wir noch nicht gefunden. So, jetzt wieder die Eisrüstung. Immer dieses Wechseln. Denn wir haben da oben noch ein Monsterportal freigeschaltet. Hallo? Geht auch mal Zeit. Ich habe gesehen, dass da gerade jede Menge Putzroboter herausgeschickt wurden. Hoppla! Kann ich die Putzroboter nicht mit Magie angreifen, oder? Ah doch. Das waren diese Hubschrauber, die gestört haben. Was macht ihr denn jetzt da oben? Und, wir sind hier noch mehr Monsterportale. Gehören die alle zu den Putzrobotern? Ich habe nicht aufgepasst. Auf jeden Fall ein paar. Und du auch noch. Gut, alle erledigt. Hier ist so eine... ein Portal zum Meister. Und wir befreien noch etwas. Ein Modell der Stadt. Da steht auf jeden Fall noch was. Da sind solche Flecken, dass man sehen kann, dass da mal etwas stand. Keine Monsterhöhlen mehr übrig. Damit sind wir hier fertig. Dann können wir ja gleich mal abspeichern gehen. Stimme kam aus den Wolken. Bitte sicher für mich. So. Dann wollen wir mal. So, was haben wir denn alles befreit? Hier haben wir, glaube ich, schon mit allem geredet.
Die Katzen können wir erst später aus dem Zimmer locken. Dann gehen wir mal nach oben. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier was Bestimmtes bekommen. So, hier ist die Tür. Die hat nichts zu sagen. Dann gehen wir mal zur Tür. Da oben ist noch eine Katze. Ach, er schläft. Sowas ist normalerweise wichtig. Hatte ich, glaube ich, im letzten Part schon gesagt. Dann gehen wir mal zu der schlafenden Katze. Lisa legt den Traumstab auf den Kopf der Katze. Dr. Leo, König Matrix möchte Sie sofort sehen. Werden Sie ihm erlauben, einen Pakt mit Destol zu machen? König Matrix weiß nichts vom Wert des menschlichen Lebens. Sogar das kleinste Lebewesen hat eine Existenzberechtigung auf dieser Welt. Wenn die Bäume auf dieser Welt in zwei Hälften zerstückeln würden, würde sich der Sauerstoff vermindern und viele von uns würden sterben. Wir tun das, was König Matrix uns sagt. König Matrix trifft alle Entscheidungen für uns. Das hat der Kater wohl beobachtet. Hey, es wird Zeit. Dr. Leo, Sie lieben Ihre Tochter Lisa, nicht wahr? Wenn Sie gehorchen, wird ihr nichts passieren. Wir werden draußen im Luftschiff auf Sie warten. Kommen Sie heraus, wenn Sie bereit sind. Er wurde erpresst. Vergib mir bitte, die Welt wird früher oder später sowieso zugrunde gehen. Ich kann nicht mehr viel machen. Oh Meister, bitte hilf mir. In der letzten Zeit träume ich immer von Dr. Leo. Ich habe mich gefürchtet, als er verschleppt wurde. Ich habe mich versteckt. Oh ja, ich werde dir dies geben. Dr. Leo hinterließ das. Dieser erhielt einen Türschlüssel. Ah, perfekt. Damit können wir jetzt die Tür aufschließen. Ist das der Schlüssel? Nee. Ach, da ist er. Dieser Schlüssel wird die Tür zum Labor öffnen. So, sagt er noch was? Es gibt unsichtbare Feinde in der Modellstadt. Sei bitte vorsichtig. So, dann wollen wir mal gucken. Weil es dürfte... Hier dürften wir nämlich auch das Wesen treffen, das uns da die Fähigkeit verleiht, Unsichtbares zu sehen. Aber wir haben es jetzt noch niemanden befreit, der gesagt hat, dass er vom Himmel kommt. Deswegen müssen wir wohl in der Modellstadt noch ein bisschen weiter suchen. Das könnte schwer werden. Laser benutzt den Türschlüssel. Also er hat nichts mehr zu sagen. Hallo Kätzchen. Türen sind für gewöhnlich sehr ruhig, aber es gibt ein paar sehr geschwätzige. Versuch mal mit allen zu reden. Nimm dir die mystische Rüstung aus meiner Schublade. Laser erhielt mystische Rüstung. Schön. Was macht sie? Unbesiegbar für einen längeren Zeitabstand. Das heißt, wenn wir getroffen werden, haben wir länger Zeit. So, wir nehmen wieder das Schildarmband. Das Schildarmband, habe ich gesagt. Und laufen jetzt zur Modellstadt. Obwohl, vielleicht brauchen wir den Pinsel von Dr. Leo, um da reinzukommen. Weiß ich gerade nicht. Ja, wir gucken mal. Das Schildarmband ist schnell gewechselt. Auf jeden Fall gibt es zwei von denen, das wird ja schon angekündigt. Das sieht man hier auch deutlich. Da ist ja noch... Das kann man hier sehen. Laser wird vom Modell verschluckt. Nee, brauchen wir nicht. So. Hier sind lauter Spielzeuge. Klar, in einem Modell gehören solche kleinen Spielzeugmodelle. Und hier haben wir noch die kleinen Soldaten auf Pferden. Schaukelpferden, um genau zu sein. Aber hier kann man die ziemlich leicht erledigen. Ach, eigentlich könnten wir jetzt am Tetsu-Klinge mal durch das Heilschwert ersetzen. So, hier können wir noch nicht drüber und wir müssen uns auch für den unsichtbaren Gegner in Acht nehmen. Ja, ich glaube, das sind... Kann ich angreifen. Vielleicht liegt es in der Heilklinge. Keine Ahnung. Irgendwas konnte ich jetzt gerade nicht angreifen. Ich gucke nochmal, ob es an der Heilklinge liegt. Ja, tatsächlich. Wie kann ich mit diesem Schwert nicht angreifen? Vielleicht brauche ich die passende Rüstung. So, hier kommt wieder so ein kleiner. Aber das wäre jetzt nicht. Vielleicht brauchen wir auch das passende Level. Aber wieso sollte ich die Heilklinge denn ausgehend nicht bekommen? Die Nerven mit ihren Bögen. Die sind viel zu schnell. Hier dürfen wir jetzt lang. Ha, da kommt er jetzt also. Ich sollte Magie benutzen. Ich habe gesagt, ich will euch treffen. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir. So, perfekt. Hier ist schon wieder so einer.
Wenigstens ist ein Lichtfeil genug, um sie zu erledigen. Die unsichtbaren Gegner haben wir noch gar nicht gesehen. Den da kriegen wir gerade nicht klein. Ich muss wohl außen rum. Jawohl. Mal sehen, ob hier irgendwas freigeht. Wir befreien etwas. Und zwar eine Maus. Und ein Bett. Gut, die Maus hat nichts zu sagen, da gehört sie wohl nicht. Sind Wesen, die vom Himmel kommen. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist entweder eine Maus oder ein Schrank. Ach, hier geht's lang. So, jetzt läuft er. Jetzt werden die nächsten kommen, die Minisoldaten. Ich bin mir gerade nicht so sicher, was diese Modellstadt darstellen soll, ob das das Königreich von Madrid sein soll. Oder irgendwas anderes. Also, Westville ist es bestimmt nicht. Dazu ist es doch zu groß. Außerdem gibt es hier viele, viele Soldaten, wie die, die wir eben im Turm gesehen haben. Na nun, wo ist was passiert? Ach, eine Truppe. Eine Brücke, wollte ich sagen. Nicht eine Treppe und Brücke. Als mich hört, ist ja eine Truppe geworden. Aber eigentlich sind Treppen auch irgendwie Brücken. Brücken ins nächste Stockwerk. Ha, ich bin schneller. Hier sind wieder diese Soldaten. Und Magie. Ich liebe den Lichtpfeil, das ist meine Lieblingsmagie. Ich brauche gar nichts anderes. Und? Das trifft. Trifft. Ich würde fast sagen, das trifft nicht. Was sollte das denn jetzt? Aber wieso konnte ich das Heilschwert nicht benutzen? Ich werde mal weiter rumprobieren. Vielleicht finde ich es ja noch heraus. Wir befreien. Kiste mit Schubladen. Hat auch nichts zu sagen. Also, die Kiste mit Schubladen. Ich meinte, der Schrank. Diese Sachen haben einen Namen, meine lieben Übersetzer. Oder hießen die im Englischen bzw. Japanischen auch Kiste mit Schubladen? Natürlich in der jeweiligen Sprache. Ach, die sind viel zu schnell. Aber wir machen schneller. So. Gut. Und noch eins. Wie viele gibt es hier eigentlich? Noch 15. Wir haben doch schon so viele erledigt. Geh mal einer an. Da haben wir auch wieder so einen. Da kommt jetzt aber keiner raus. Ach ja, es gibt ja auch noch die unsichtbaren Monster hier. Allerdings sehen wir die noch nicht. Aber bis jetzt haben sie uns auch noch gar nicht angegriffen. Also ganz praktisch. Und wir brauchen auch noch das Schwert, das Geistermonster erledigt. Aber ich glaube, das haben wir erst im nächsten Level. Wie viele sind das denn? Und jetzt kriegen wir Erfahrungspunkte. 165. Wir befreien jemanden. Ach, da hinten sind die ganzen anderen Bogenschützen. Wir befreien eine Maus. Wo ist die denn? In der Gegend waren wir ja noch gar nicht. So, ich werde mal versuchen, die Bogenschützen hier mit ein bisschen Magie anzugreifen. So, den hätten wir. Ich auch. Und da unten gibt es auch noch einen. Mal gucken. Ob ihr das Monsterportal aktiviert. Jawohl. Ohne Magie kommt mir nicht weit. Wir befreien noch eine Maus. Hier gibt es viele Mäuse. Wir müssen wohl noch eine Treppe in den Keller befreien. Mal gucken, wo die steckt. Auf jeden Fall, wir sind doch ganze Zeit in der linken Seite der Modellstadt. Gibt ja auch noch eine rechte. Und hier eine weitere Pflanze. Und die Pflanze, die freut sich ihres Lebens und wackelt hin und her, obwohl Pflanzen eigentlich so sich so langsam bewegen, dass es uns nicht möglich ist, die wahrzunehmen. Das haben die einfach nur gemacht, damit dem Spieler klar ist, dass diese Pflanze auch lebt. Das erinnert mich daran, dass meine Pflanzen leider sterben. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, mit meinen Rosen. Ich gebe ihnen immer wieder, versuche sie immer wieder zu retten und es geht ihnen auch immer wieder gut, aber sie fangen immer wieder an zu vertrocknen. Ich habe einfach kein Händchen für Pflanzen. Tut mir leid. Eine Brücke über den Fluss, also über das Kunstwasser. Man macht ja eigentlich kein echtes Wasser in Modellstädte, oder? Hat irgendjemand schon mal eine Modellstadt gebaut? Dann kann er mir in die Kommentare schreiben, ob er da mit echtem Wasser arbeitet. Oder halt mit solchem Kunstwasser. Zum Beispiel mit... Ach hier, jetzt fängt's an mit den unsichtbaren Gegnern. Jetzt müssen wir uns hier noch ein bisschen umsehen und die Gegner machen, die wir erledigen können. Nämlich die da. Da. Da ist der unsichtbare Gegner. Komm her. Ich glaube, ich habe jetzt lieber ein bisschen Magie. Und hopp. Weil die da stören sonst. Und die da sind gerade ein bisschen dumm. Die sind wirklich dämlich. Leider ist jetzt dank der neuen Rüstung der Magieverbrauch wieder höher, aber wir haben ja jede Menge Juwelen gesammelt. Was habe ich denn da oben getan?
Ach, ich habe die unsichtbaren Gegner erledigt. Mein Handy hat sich gemeldet. Aber ich will erst noch dieses Monsterportal erledigen. Und dann beende ich den Part. Jawohl. Also. Eine weitere Tür. Wir kommen also wieder in einen neuen Raum. Lisa hört, wie die Tür zu sich selbst spricht. Ich sehe Maschinen, die Bomben in die Modellstadt werfen. Ah, also ist eine Tür das Wesen vom Himmel. Wir werden uns dann auch gleich mal dahin begeben, aber das machen wir im nächsten Part. Oder eher, ich laufe offscreen aus der Modellstadt raus. Okay? Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Part wieder.